Warnung vor dem Spiel lesen. Ubisoft. South Park Digital Studios. Powered by Snowdrop. Und damit willkommen zu South Park, die spektakuläre Zerreißprobe. So, machen wir noch ein bisschen leiser, ne? Okay. Geht das so? Ticken. So, ne? So müsste es gehen. Furzt niemanden auf die Eier. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft San Francisco Produktion. In Zusammenarbeit mit Ubisoft, Osaka und Mass Effect. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden, die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Staat zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. Damit noch einmal willkommen zu South Park, direkter Kommerz-Reisbombe. So, wie man auch schon im Video gesehen hat, ne? Stick of True, also der Stab der Wahrheit, war auch schon zu sehen, so ein bisschen. Das war ja davor noch. Haben wir leider nicht gespielt. Also ich schon, aber nicht mit euch. So. Ach ja. San Valentinus. Können wir nehmen. Okay. Farbe. Können wir uns auch noch eine rausholen? Ach komm, wir lassen die Standard. So, Make-up. Was haben wir denn? Okay. Bert. Müssen wir aber die Haare auch nochmal schwarz machen. Oder können wir den Bart färben? Ja. Den können wir färben. So, jetzt nochmal Haare. Farbe.
Gut, das ist Wars. Kleidung. Schwierigkeit. Okay, damit passen wir automatisch. Keine Sorge, das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Danke für den Hinweis. Gut. Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kastell gestürmt! Ah! Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? Tja, beim Scheißen, ne? So, das können wir ja schon. Kackmeister. Okay. Welchend rosa vaquita no mula amalado y la tu ora vesca no salabit en maluda becco. Zwei Wegflasche. Können wir noch was machen? Das klingt ein bisschen spanisch. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Da geht's. Okay, da geht's wieder zurück. Ah. So, nochmal ein Abwürgen hier. Du hast ein Handtuch dabei. Hey Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad. Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, naja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Na gut, wir sehen uns später. Okay. Guck mal hier mal rein. Lute, 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 Lute. So, die Toys-Kiste kennen wir ja schon aus dem anderen Teil. Okay. Oh, Alien-Sonde. Oh. Ja. Hier könnte man doch auch Sachen reinlegen, dachte ich, ne? Machen.
Susi im Glas. Gucken wir hier noch rein. Heimlich Schokolade. Gut. Da kommen wir nicht rein. Wir gehen mal Treppe runter. Mein Herr! Die dreckigen Mauren wollen Castel Cooper in ihre Gewalt bringen! Du musst kämpfen, Herr! Wir brauchen dich! Ich wollte die Wohnung noch durchsuchen. Mein Herr! Ach komm, Alter! Okay. Ist auch was? Warum weinst du, Mama? Warum weinst du? Und die reden. Meine ja. Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spiel. Ich weine nicht. Ich lache. Na gut, also wenn du immer so lachst, dann geh ich zum Spiel, keine ja? Keine Sorge, Schatz. Wenn ich tot bin, tut es nicht mehr so weh. Na, ach so. Lass mich, Schatz. Mami muss jetzt weinen. Ich denke, du lachst. Alles gut, Schatz. Ich hab noch was im Auge. Ach so. Ich weine nicht. Ich lache. Na, dann ist ja gut. Dann geh ich spielen. So, gehen wir mal raus, was es da so gibt. Der Kampf. Oh, jetzt muss er laden. Mein Herr, so, ach, komm, Alter, willst du hin, Herr? Das ist das Ende der Welt. Ja, ich such was. Ich weiß noch nicht, was ich suche, aber hier ist manchmal was versteckt. Gut. Gerade in die Stadt gezogen und wirst gleich König? Ich glaube eher, du bist eine kleine Muschi. Dem Mauren ein Symbol, Herr! Ruhe! Vorwärts kann ich! Erteil ihnen eine Lektion! Ah, die haben das jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich habe ein ziemlich mieses Gefühl. Bam! Griff der Rückschlag kann zusätzlichen Schaden verursachen, um diese Gegner in eine andere Verbindung oder Objektgestaltung. Ja, okay. Ich hab keine Angst vor dir und deinen Königskombos. Oh Mann! Okay, mach sie richtig fertig! Wir können ihn nicht aufhalten! Mach die Wachen des dunklen Hofs bereit! Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er! Bin nicht umsonst der König. Du schaffst uns nicht alle! Ja, hau nur ab! Hör nicht auf sie, knips ihnen die Lichter aus! So. Greifst du Gegner zuerst an, dann hast du einen Kampfvorteil. Okay, dadurch sind wir zuerst im Zug. Das können wir auch aus dem vorigen Teil. Die Verfügung kommt von der Folge, wird links und rechts angezeigt. Okay, also wir, Gegner, wir. Okay, wir sind im Bereich des Schlagfelds. Okay. Reichweite. Hey, ich wäre dran gewesen! Nee, der König hat einen Kampfvorteil, der darf zuerst. Dann können wir direkt den oben und unten. Das ist ja unmenschlich. Macht nichts, sind ja nur die Bösen. Stimmt, weiter, König. Die Mauren sind unaufhaltsam. Das würde den Rückkehr machen. Okay, du bist zuerst von mir aktiviert.
Das ist jetzt die Frage, ne? Doch, das macht den direkt da. Dann gehen wir auf die Mitte und dann müssten wir das Y wieder frei haben. Das ist den anderen Schlag. Den könnten wir theoretisch auch einmal machen. Voll ekelhaft, aber nicht genug, um uns zu besiegen! Das kitzelt den König nicht mal! Blöde Idee. Gott, ich kann das Schwert aufheben, ey. Das trifft den. Ein kühner Hiebkönig! Jawohl, zwei auf einmal. Na komm schon. Keine Lust, ja? Gut. Los! Wir müssen ins Kastell! Geh zur Seite oder sterbt! Wir gehen durch diese Tür! Niemals! Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava! Legosteine! Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Da, alles von dir bis da ist Lava, da könnt ihr nicht durch! Los jetzt, gehen wir rein! Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava! Oh, das ist voll unfair! Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt! Lasst den Drachen los! Oh Gott! Der Drache, nein! Ein Drache? Wir sind am Arsch! Das ist der Drache, der brüllt! Gegner können dich angreifen, während du etwas anderes so... Okay. Willst du ihn hinterhalten, kann die Gegner automatisch er ist sauer. Oh Mann, ist der immer noch nicht tot? Na gut. Angefurzt? Ja, auf jeden! Feueratem, los! Wir zeigen dir Schadenszahlen, wenn du vorstellen kannst, verlasse diesen Bereich, um nicht getroffen zu werden. Weich bloß den Feueratem aus! Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt! Ach, unser König ist ausgewichen! Ach, verdammt! Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft. Keiner hält den König an! Auto! Auto! Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay! Weiterspielen. Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König auf, er ist allmächtig! Mal kann ich aber nicht direkt an dem Ding einsetzen, oder? Das muss ich wahrscheinlich hier herstellen. Nein. Jetzt mal einen Schanzbeutel zurück. Noch ein zurück. Genau, jetzt kommen wir hier ran. Welcher Hieb! Oh, Kacke! Drachentöter! Dragon Slayer! Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt! Unglaublich! Das Kind ist der Wahnsinn! Drachen-Eier. Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr! Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden! Ja, nur der König kann den geheimen Weg durch die Garage finden, also, falls es einen gibt. Wow! König Saftsack ist so ein guter Kämpfer! Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche! Scheiße, er ist Wahnsinn!
Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das. Du bist tot. Sprich, Barde, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Barden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König. Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht. Und wenn ihr nicht... Moment. Wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn. Ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet. Was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln. Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt nur mal zu groß für Kuhn und Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau. Schatzi Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Kuhn-Alarm. Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck. In der Zukunft. Kuhn und Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Und wir Loser. Gut. Das kennen wir alles noch von Stick of True. Gibt's da oben auch eine Kiste? Nicht. Na gut. Was haben wir denn hier Schönes? Schrott. Oh, hallo. Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Ja, guck dich mal was so. Alles mit dem Goldgriff kannst du öffnen. Probier's aus. Cartman im Schrank überlebt. Cartmans Tagebuch. Ah ja. Ich möchte gar nicht so genau wissen, was die da treiben. Fuck you, Mom. Gut. Das schreibt man mal schnell auf. Ganz gut für das Kuhn-Versteck. Das ist ein Schlüsselobjekt. Könnte wichtig sein.
Gut. Nee, kommen wir wieder zum Schrank. Alles klar, Kumpel. Wenn du ein Badezimmer betrittst, solltest du ruhig auch mal auf den Topf gehen. Auf der Toilette gibt es feine Sachen für dich zu holen. Viel Glück, Kumpel. Bio-Gefahrengut. Okay. Da waren wir schon. Ja, Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Eric ist so mit Superheldspielen beschäftigt, der vergisst mir noch zu essen. Okay, ich sag da jetzt mal nichts dazu. Wo geht's in den Keller? Hey, ich hab das geguckt. Hey, ich hab das geguckt. Na gut. Oh, nein. Na, komm nicht raus, da ist die Lava. Hier ist, du musst doch irgendwo. Ah. Oh, cool. Unten ist eingeblendet, finde ich super. Fick. Dich. Mom. Vielleicht sollten wir ins Raisins gehen. Die Kellnerin könnten was wissen. Das reicht nicht, Mosquito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pearls tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Vielleicht liegt sie ja tot im Straßengraben. Jungenkeit, muss ich dich daran erinnern, dass die Freedom Pearls schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner, und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Mosquito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar. Mosquito schwirrt. Humankind, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Crack. Wusch! Super Crack! Blitzfreak, du flitzt mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn, verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der Blitz. Entschuldigung. Okay, schauen wir uns mal um hier. Was hat er denn so schön? Hey, hey! Fass das nicht an! Dieses Gerät kann die ganze Milchstraße in die Luft jagen. Alter, fuck! Mom! Der Neue will mit dem Würfel der totalen Vernichtung spielen! Sei lieb zu allen deinen Freunden, Eric, und teile fein mit ihnen. Teilen? Das wäre das Ende der Galaxie! Blöde Bitch! Ich hab dir schon gesagt, du kannst nicht mitspielen. Du bist kein Superheld, du hast kein Kostüm und keine Superkräfte.
Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mir das The Furnacy-Gerät da drüben. Untersuchungsmodus. Du findest echt das The Furnacy-Gerät nicht? Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Aha. Alter, das ist ja ekelhaft. Verdammt uncool. Das hat ja ewig gedauert. The Furnacy-Gerät aktiv. Bip, 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 bip. Du willst also ein Superheld werden. Mit den großen Spielen. Na mal sehen, vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Was haben wir denn hier über Mosquito? Oh Mann, nicht da! Das ist Moskitos Platz. Da auch nicht, du Idiot! Okay, um Superheld zu spielen? Du brauchst eine Superheldenpersönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Coonstagram ausfüllen. Hast du einen Coonstagram-Account? Nö. Oh, du bist noch nicht mal auf Coonstagram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist. Weil du neu hier bist, stehen erstmal nur drei zur Auswahl. Brutalist. Nahkämpfer. Speedster. Genau, ja. Raumzeitgründung soll Gerechtigkeit des Sprungs in Raumzeit gründen. Brutalist! Lass ich in Verletzung von Spezialis. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Blaster! Der kann auf Entfernung spielen. Ein Held braucht auch einen Sinn für Dringlichkeit. Ich glaube, wir nehmen den Entferner. Den Blaster. Speedster. Brutalist. Blaster. Blaster mit Kräften mit großer Reichweite wie Cyclops. Warte, können wir es nochmal anhören? Ein Brutalist wie das Ding oder ein angepisster Batman. Ein Speedster wie der Flash oder Quicksilver. Das ist ein wichtiger Moment in deinem Superheldenleben. Ich hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Okay, Saftsack, aber jetzt müssen wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte, durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Gehen wir also in deine Kindheit zurück. Du lagst hellwach in deinem Bett, wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders als der Rest bist. Du bist zum Spiegel gegangen. Wir spielen auch die Geschichte. Du gehst zum Spiegel. Nee. Oh. Da drüben, der Spiegel. Einfach, okay, geh einfach da drüben. Nein, nicht da, einfach. Verdammt. Spiegel. Oh mein Gott. Du hast einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Du bist nach draußen. Vor der Schlafzimmertür deiner Eltern standen zwei Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihnen nichts an... Und da musstest du deine Blasterkräfte benutzen. Als Blaster fingst du an zu überhitzen, als das Feuer in deinem Bauch aufloderte. Du zögertest nicht, den Schurken die Hölle heiß zu machen.
Den Bösen hast du frittiert. Als die Flammen sich legten, begriffen die Schurken den Ernst der Lage. Scheiße! Der kleine Feuerteufel macht ernst! Kinder sollen nicht mit Feuer spielen. Die Einbrecher kamen auf dich zu. Oh nein. Du lässt uns keine Wahl. Du schlugst die immer näher rückenden Eindringlinge zurück. Aber das ließen sie sich nicht so einfach gefallen. Hey, du kannst uns nicht so rumschubsen. Sie stehen aber schön. Nicht, wie nah sie ihrem Ende waren. Feuer den Laser ab. Eine Reichweite! Ich gehe kurz aus dem Weg. Als sein Kamerad fiel, näherte sich der Extra-Hässliche. Abgekühlt, du kleiner Feuerteufel? Ja, dem haben wir es gezeigt. Du warst schwer verletzt, aber die Schläge des Eindringlings entfachten nur das Feuer in dir. Du hast deinen ultimativen Angriff entfesselt. Und so hast du sie besiegt. Alles schien in Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern. Was du dann sahst, veränderte dein Leben und brachte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Du kamst zu spät, denn hinter dieser Tür sahst du deinen Dad, deine Mom vögeln. Wow, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Und das ist das große Trauma deines Lebens. Okay, jetzt bist du bereit für deine erste Mission. Ich will, dass du in die Stadt gehst und so viele Kunstagram-Follower sammelst, wie du kannst. Nur so kann unser Franchise überleben. Geile Verkleidung. Kunstagram installiert. Charakterbogen installiert. Hallo Neue, ich bin's. Jesus. Jawohl, der ist auch wieder mit dabei. Cool. Ja. Klein Pupsi darf man sowieso nicht empfehlen, ne?